Also, jetzt muss ich mich nochmal, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ich bin ja ein kleiner YouTuber und es tut mir auch leid, dass ich jetzt dich nicht direkt treffen konnte, Jay. Es tut mir sehr, sehr leid, weil ich bin nicht so ein großer YouTuber geworden wie du. Aber ich hoffe, wenn du das siehst, dass du dir das verzeihst, ja, weil ich habe mir es kalt über den Rücken gelaufen, weil ich habe gedacht, wenn ich dir mal über den Weg laufe, und ich habe das immer so gedacht, wenn du deine Videos mal drehst, ich habe ja deine U-Bahn-Vlogs verfolgt, das wird schon leicht, aber dass es jetzt doch so schwer geworden ist, sorry, aber du musst das mal aus der Perspektive jetzt wirklich sehen, deswegen erkläre ich es ja jetzt gerade. Ich bin Autist und ich kann noch nicht so gut Videos drehen wie du, und ich muss mir jetzt auch erstmal was reinpfeifen, obwohl das das Ungesündeste ist, was es gibt. Aber ich musste das jetzt erstmal sacken lassen, und ich hoffe, dass du da irgendwann mir verzeihen kannst, weil irgendwann, wenn ich dir über den Weg laufe, will ich persönlich mit einem Kaffee dir das mal erklären, meine Lebensgeschichte. Weil ich habe ja damals mit Berlin-Vlogs anfangen wollen, und dann kam die Corona-Krise, und dann ging gar nichts mehr. Ja. Aber dass du jetzt in den spannenden Orkaden so plötzlich warst, das ist, das war für mich so gerade ein Schockmoment, weil ich habe damit jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es so schnell ging. Und deswegen wollte ich mich nochmal entschuldigen. Ich hoffe, dass du es akzeptierst, dass ich dich in den Arkaden trotzdem pranken dürfte. Weil es ist. Ich sag mal so, ich gucke fast jedes Video von dir, und du hast den größten Respekt von mir, weil du machst einen sehr guten Content, lass es dir gesagt sein. Lieben Dank, Jay.